Hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge, in der heutigen Interviewfolge, haben wir den Max bei uns zu Gast. Was schön ist, weil ihr dann als Zuhörer ja keinen Unterschied habt zwischen Max und Max. Aber wir haben den Max zu Gast. Der Max ist ein Experte zu dem Thema Wasser. Max kennt sich mit Wasser sehr, sehr gut aus. Wir werden eine ganz, ganz spannende Folge haben, da bin ich sehr überzeugt, wo viele neue Informationen mitnehmen werden fürs zukünftige Leben, weil ich glaube, das ist einfach allgemein sehr wichtig, dieses Thema. Und ich glaube, dass wir, dass man die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss hören sollte, weil es dann natürlich da nochmal einen Schmankerl gibt für alle Zuhörer, die sich auch ihr Wasser daheim nochmal gucken wollen, wie das ist und so weiter und was man damit machen kann. Also, erstmal die Frage, Max, herzlich willkommen und wie geht's dir heute? Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Immer toll mit euch. Bin gut drauf, gut getrunken heute Morgen. Ja, sehr gut. Leckeren Tee und dann ging's los in den Tag. Mit deinem eigenen, also mit deinem selbst aufbereiteten Wasser. Genau, korrekt. Okay. Genau. Frisch hergestellt. Und du sagst, du merkst den Unterschied zwischen dem normalen Wasser, den Unterschied zwischen Leitungswasser und deinem gefilterten Wasser merkt man im Allgemeinen, das behaupte ich, das würde ich auch merken, aber so dieses stilles Wasser, was man im Laden einkauft und dein Wasser, ist das vergleichbar oder ist da auch ein Unterschied da? Das ist auch ein großer Unterschied auf jeden Fall da. Okay. Wir sprechen ja hier auch, wenn man dann Flaschenwasser zum Beispiel holt, wieder von Lagerung, Material der Flaschen ist wieder ein Thema. Ja. Und dann der Inhalt der Flaschen. Und dann könnten wir jetzt auch anfangen, über die Trinkwasserverordnung zu sprechen, wo zum Beispiel Mineralwässer, die aus dem Flaschenwasser herkommen, extrem hohe Grenzwerte haben und nur knappe 20 Stoffe werden gerade mal geprüft und überprüft in diesem Wasser. Ja. Also da können ganz viele verschiedene Stoffe mit drin sein. Und es gibt sogar Grenzwerte zum Beispiel für Uran, die existieren bei Mineralwasser gar nicht. Okay. Also selbst wenn man einen hohen Preis bezahlt für ein Wasser aus dem Reformhaus oder andere, könnte das mit Uran belastet sein und das müsste der Hersteller, also der Abfüller des Wassers, nicht mal angeben. Krass. Ja, soviel zum Flaschenwasser. Und dann ist natürlich Transportkosten, Lieferkosten, die Flaschenreinigung, das sind alles Punkte, die mit dazukommen, wo das problematisch wird. Als ich auf das Thema Wasser kam, hatten wir natürlich zuerst die Idee, ja klar, wir prüfen mal alle Mineralwässer, alle Flaschenwässer durch, hatten uns dann Messmittel zugelegt, weil wir eben geforscht haben für uns selber. Mhm. Also du für dich hast dann irgendwie innerlich den Antrieb gehabt, genau, dass du dich mit dem Thema, wie kam das dazu überhaupt, sich mit dem Thema Wasser auseinanderzusetzen? So, also hast du da irgendwie einen Background, dass deine Eltern irgendwie mit das auch schon gemacht haben? Oder wie kam das dazu, so im Allgemeinen? So das Interesse für das Wasser, meine ich so. Ja, ja. Also ich bin da an einer Krankheit, die ich früher hatte, die ich heute geheilt habe, sehr dankbar, weil ich durch Neurodermitis schon sehr früh auf Gesundheit geachtet habe. Okay. Und so auch den Eintritt bekam in das Zucker zum Beispiel. Ja, okay. Nicht ganz so gut ist für die Gesundheit. Ja. Und später hat sich das dann immer weiter ausgeprägt in die Sinne Studium über Gesundheit, aber privat im privaten Sinne. Ja, ja, ja. Bücher gekauft, Bücher gelesen. Ja. Dann damals, wir waren damals noch befreundet, heute sind wir verlobt mit meiner Liebsten halt. Ja. Da habe ich zusammen recherchiert, Bücher gelesen und dann halt eben aus dem Thema Entgiftung gekommen. Ja. Wie wertvoll es doch ist, dass die ganzen Ballaststoffe, also die Abfallprodukte im Körper abtransportiert werden. Ja. Ja. Also quasi Schlacken, die entstehen, Ablagerung jeglicher Form im Körper, dass die rauskommen. Ja. Und um das zu erreichen, braucht man dann dementsprechend ein hochwertiges Wasser und da hat die Suche danach begonnen. Mhm. Und an dem Punkt sind wir quasi dort eingestiegen, dass wir gesagt haben, ja gut, dann gucken wir uns mal die Mineralwässer an, die es so gibt, Flaschenwässer auf dem Markt. Weil über das Leitungswasser hatten wir schon viele Artikel gelesen, dass da extrem viele Probleme drin sein sind. Also man liest ja mal was in der Zeitung. Vor kurzem ist wieder ein aktueller auch Dokumentation rausgekommen, wo über die Wassersituation berichtet wird. Also was. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wie wir auf das Thema kamen.
zu dem Thema Leitungswasser habe ich auch noch ein paar Fragen, aber ich kenne das insofern von mir persönlich, weil als meine Frau schwanger wurde, war auf einmal das Wasser, was wir daheim getrunken haben, hat auf einmal nicht mehr geschmeckt. Und dann mussten wir auf einmal oder musste ich dann auf einmal in den Getränkeladen holen und von verschiedensten Wassersorten stilles Wasser kaufen. Zwei Flaschen davon, zwei Flaschen. Wahrscheinlich 30 verschiedene Marken probiert oder Wässer probiert, bis dann meine Frau irgendwann gesagt hat, ja, das schmeckt gut, also das schmeckte, das war so ein weiches Wasser, Viteria, hat ihr ganz gut geschmeckt. Und dann sind wir dabei geblieben und dann haben wir das gemacht, weil bei uns war die Voraussetzung, es muss halt eine Glasflasche sein, die wir dann einkaufen und so weiter. Deswegen kenne ich so diesen Prozess vielleicht, den du gerade beschrieben hast, ja, dass ihr dann verschiedene Wässer probiert habt. Genau. Ihr habt das aber nochmal intensiver, also ihr habt das nicht nur auf Geschmack überprüft, sondern ihr habt das richtig getestet. Ja, okay. Ja. Und auf was habt ihr das getestet und wie kann man sich das vorstellen? Okay. Leitwerttest haben wir gemacht, dann natürlich so wie du auch den Geschmackstest immer gemacht. Auch, wenn man zum Beispiel Schwarztee nimmt und damit mal einen Tee kocht, dann kennt man ja diesen Film umlaufen. Ja. Wo dann gewisse Ablagerungen einfach sichtbar werden. Teilweise sind es sogar Ölablagerungen. Also der Schwarztee ist in der Lage, da diesen Film zu erzeugen und das ein bisschen sichtbar machen. Da kann man als Indiz zum Beispiel auch nochmal mit. Dann haben wir verschiedene Lösungen, die also, wir in Wasser reintun und dann kristallisiert sich quasi die Stoffe, die man normalerweise nicht sieht, kristallisieren sich dann raus und werden sichtbar. Also da mit verschiedensten Testindikatortropfen arbeiten wir da auch. Das heißt, der einfachste Privattest ist der Schwarztee-Test? Kann man so sagen. Okay, das heißt, einfach mal Wasser aufkochen, Schwarztee rein, also einen Beutel Schwarztee rein und dann einfach gucken. Ob. Ja, aber ich kenne das. Jetzt, wo du sagst, ich habe das mal irgendwo gesehen, dass man auch tatsächlich diese, wo ich dann gedacht habe, man kennt das, dieses Ölige, dieses Blaue, dieses Schimmernde, habe ich irgendwann mal irgendwo gesehen und dachte noch, boah, das ist ja voll schön. Also ich habe es positiv in Erinnerung. Aber aber wenn man das jetzt irgendwie so weiß, was du sagst, dann denkt man sich, okay, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo das war, aber ich weiß noch, dass ich mal gesagt habe für mich innerlich so, boah, das ist ja voll schön, so, ne? Diese Schicht da oben, die da drauf ist. Okay, krass. Also das ist echt erschreckend, was da teilweise sichtbar auch werden kann. Yeah. Vor allem ist es ja so, wenn man den ein paar Minuten zu lang zieht, das schmeckt da ja schon nicht mehr. Und wenn man dann mal den Vergleich dazu hat, mit einem reinen Edelwasser einen Tee zu kochen und das parallel zu stellen, dann denkt man, das ist nicht derselbe Teebeutel, weil das echt so anders aussieht, anders riecht, anders schmeckt. In dem einen Glas hat man dann reines Wasser mit Tee, wo sich das Teearoma ganz fantastisch entfalten kann eben. Ja. In dem anderen Wasser hat man dann aber die ganzen Ablagerungsstoffe aus der Leitung oder eben halt aus der Umwelt, aus den was wir alles so im Wasser drin haben. Ja. Der ein oder andere hat sich vielleicht schon mal damit beschäftigt jetzt von einem Zuhörer. Das wäre auch, ist bestimmt so gewesen, weil wir haben viele Medienberichte auch schon gehabt, wo es darum ging, auch Arzneimittelrückstände. Ja. Und man kann da ganz grob mal einen Eindruck bekommen, was denn so drin ist, weil der Tee muss nicht so aussehen. Für uns ist es aber normal geworden. Ja, genau. Aber sag mal, also pass auf, wir haben ja immer, man hört es ja immer und überall und wenn ich jetzt mit irgendwie so ein paar Bekannte habe ich da im Kopf, die dann immer eigentlich daheim nur Leitungswasser trinken, weil die sagen, ja, unser Leitungswasser in Deutschland, das wird auch so gut kontrolliert, das ist das beste Leitungswasser der Welt oder Europas oder wo auch immer. Wir haben eines der besten Wässer und so weiter und so fort. Ist es so oder ist es irgendwie einfach ein Druckschluss, den wir haben, den wir mit uns führen oder... wir haben doch das beste Wasser, oder nicht? Das ist eine sehr spannende und sehr wichtige Frage, weil da liegt eine sehr tiefgreifende Täuschung vor und eine, also im Sinne wirklich, muss man sagen, es wird damit gerne getäuscht, weil wir sind zum Beispiel, wenn man auf unesco.de mal nachschauen möchte, dann gibt es dort eine Tabelle der Wasserqualität in 122 Ländern, wo es geprüft wurde und da liegt Deutschland auf Platz 57. Okay. Erschreckend weit hinten. Und wir haben zum Beispiel auch europaweit, gibt es Wasserprüfungen auch, da ist Deutschland in den hinteren Plätzen. Okay. Also Drittletzter, Viertletzter. Mhm. Und zum Beispiel habe ich hier von der Zeit Online einen Zeitungsbericht mal rausgeholt. Da geht es um Nitrat im Grundwasser, was ja bei uns ein sehr großes Thema ist, weil wir haben einfach viel Landwirtschaft hier. Ja. Und dann steht hier, EU mahnt Deutschland,
wegen Nitratbelastung. Also es wurde quasi abgemahnt, Deutschland. Und Millionenbeträge werden da als Strafe dann festgesetzt, wenn nichts verändert wird. Und letzte Woche Freitag bin ich mit einem Doktor zusammengesessen, der Chemie, Biochemie, und der hat erzählt, bei ihm im Ort ist es so, dass die sogar vorher noch diese ganzen Nitratreste mit einer ganz, ganz, ganz aufwendigen Aufbereitung entfernen müssen, weil wenn die das nicht machen würden, würden die Leute sofort Probleme bekommen. Krass. Und da kommt dann das Thema Grenzwerte ins Spiel. Ja. Wo wir ja auch beim Leitungswasser sehr vertrauen, dass da alles geprüft wird. Ja, ja, genau, genau, genau. Zum einen sind die Grenzwerte über die Jahre sehr erhöht worden. Bis 1990 zum Beispiel waren es nur 500 Teilchen, die drin sein dürfen. Ab 1990 waren es dann 1000. Und heutzutage haben wir zum Beispiel 1395 Teilchen, die im Wasser drin sein dürfen. Also das wäre zulässig. Worum es da das ist ja fast eine Verdreifachung von vor 90 bis heute. Genau. Krass. Und die Frage ist, wurden wir informiert? Wurdest du informiert? Ich glaube, also bewusst habe ich es nicht bekommen. Also wir sprechen hier von Vertrauen. Ja. Wir vertrauen da rein Ja. und müssen aber tatsächlich doch leider genauer hinschauen. Wir können da nicht mehr darauf vertrauen, dass da uns ein Wasser erwartet. Aber die Frage ist ja auch so, wo kommt unser Leitungswasser her? Also da gibt es ja auch verschiedene Regionen. Es gibt, ich weiß, dass Stuttgart, glaube ich, aus dem Bodensee sein Wasser bekommt. Wir hier in der Region aus dem Schwarzwald, oder ich weiß es gar nicht so recht, wo wir das Wasser bekommen, oder auch aus dem Bodensee, ich weiß es nicht. Also, wo kommt das Wasser her und wie wird es zu uns transportiert im Endeffekt? Das ist doch auch eine wichtige Frage in dem Zusammenhang, oder? Ja, also es ist unterschiedlich von Region zu Region natürlich. Klar. Wie du sagtest, Bodensee wird dann in gewisse Regionen, jetzt war ich letzt in Karlsbad zum Beispiel, die haben Bodenseewasser. Ja. Wir hier haben, da wird ein Grundwasserbestand angezapft hier in Bayer. Okay, okay. Da gibt es dann den Verbund eben, da haben sich dann unsere Dörfer hier im Umkreis zusammengeschlossen. Okay. Für die Wasserversorgung quasi. Ja. Und dann wird es von dort aus hier zu uns gebracht. Okay. Quasi über die Leitungen. Und ich möchte aber noch kurz einen Punkt erwähnen, ja. zu Trinkwasserverordnung, da gibt es ja doch einige Sachen. Und zwar, das ist das bestgeprüfteste Lebensmittel, damit wird es immer geprüftet. Ne? Ist auch korrekt. Es ist kein Lebensmittel wird so auf so viel Stoffe geprüft wie das Wasser. Okay. Die Lebensmittelindustrie prüft auf wenige Stoffe. Ne? Das sind dann wichtige Keime, die nicht drin sein dürfen und so weiter. Also wir können schon sagen, dass es das bestgeprüfteste Lebensmittel ist. Das ist nicht keine Falschaussage, nur müssen wir halt sehen im Verhältnis, wie viel könnte im Wasser drin sein und wie viel wird geprüft. Also in der Trinkwasserverordnung sind es so um die 50 Stoffe, die geprüft werden. Ja. Und das ist doch erschreckend wenig, wenn man überlegt, dass wir 80.000 Medikamente plus, also das wächst wirklich täglich teilweise, auf dem Markt haben. Und ja, über 2.000 chemische Verbindungen, die im Wasser nachgewiesen werden können. Und dann sprechen wir aber von einer Trinkwasserverordnung, die von um die 50 Stoffe nur kontrolliert und prüft. Also 2000 Sachen kann man nachweisen im Wasser? Also einzelne chemische Bestandteile, Ja. die ja dann wieder miteinander Verbindungen aufbauen. Ja, somit ja. Kann dann daraus wieder was entstehen. Und wir prüfen aktuell auf 50 und sagen, okay, wenn da die Grenzwerte nicht erreicht sind, dann ist okay. Was passiert eigentlich, wenn die Grenzwerte erreicht worden wären bei so einer Prüfung, bei so einer, was weiß ich, wo das geprüft wird? Und dann sagt man auf einmal, okay, das Wasser ist hier, hat hier eine schlechte Qualität. Wird es dann ausgestellt und wir bleiben alle auf dem Trockenen? Ja, also das wird, da muss jeder auf jeden Fall das mal erlebt haben in seinem Wasserwerk mal. Da kann man ja auch hin. Okay. Tage der öffnen Tür. Ah ja. Auch ganz spannend mal zu sehen und da mal auch gerne dort mal diese Fragen stellen. Was prüft ihr denn? Ja. Wie ist es denn mit Arznei? Wie ist es denn mit Hormonen? Prüft ihr das denn? Und dann wird man feststellen, ach Gott, das kommt ja gar nicht vor in der Prüfung. Wird auf Kunststoff geprüft? Gibt's auch mal. Echt? Aber das habe ich, da habe ich auch mal, da habe ich auch mal gesehen, wie belastet unsere Umwelt eigentlich durch den Kunststoff ist und die Teilchen, wie die überall, also selbst im Shampoo und weiß es nicht was, einfach dadurch auch in das Grundwasser kommen, ne, und einfach da vorhanden sind. Also ich bin überzeugt, da ist auch Kunststoffteile müssen da vorhanden sein, meiner Meinung nach. Ne? Die können in all unseren Körpern sich die Nachweisbar Ja. Das Thema ist ja Mikroplastik.
Genau. Da spricht man so ab 5 mm spricht man von Mikroplastik. Ja. Und dann wird es ja noch kleiner und feiner immer wieder, wenn es mit zum Beispiel in den Peelings, in den verwenden, die Kunststoffverbindungen. Ja. Die Hintergründe sind nicht ganz klar. Also es hat entweder Gründe, dass die mehr, also andere Stoffe sparen können und dann flüssige Kunststoffe mit reinmischen. Ja. Und diese flüssigen Kunststoffe sind aber so mikroskopisch klein, dass die überall bei uns mit reinkommen und dann halt leider auch nicht kontrolliert bzw. gefiltert werden. Man muss aber noch eine Sache erwähnen, wenn wir von dem Trinkwasser sprechen, dass die ja doch auch einen Job machen, der ist beachtlich, sage ich mal so. Ne? Dass die alles ins Wasser reinschmeißen, das ist ja schon ja. Und dass die das dann trotzdem auf einen gewissen Standard bringen können, ist auch eine gute Sache. Also das sollte man auch nicht vergessen. Klar. Ich schätze es auch sehr, dass die dort schon bereits geleistet haben. Das war die Nachbarin, die hat uns kurz gefragt, ob die Heizung angeht. Ich glaube, man hat es gehört. Egal. Ja, genau. Aber der Punkt ist ja auch der, dass jetzt bin ich aus dem Kontext gekommen. Was soll ich sagen? Wir haben hier Wasseraufbereitung, allerdings. Kunststoff. Genau. Man kann das mal googeln. Ich glaube, auf YouTube gibt es das zu finden. Jenke-Experiment oder wie der ZDF oder was das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Jenke-Experiment einfach mal googeln und Plastik. Da kommt man auf so eine Doku, wo er das dann auch getestet hat. Und es gibt Leute, die leben plastikfrei und so weiter. Ne? Und da hat man tatsächlich im Körper den Kunststoff auch nicht nachweisen können. Oder deutlich weniger. Und da gibt es auch gewisse Grenzwerte. Und dann man kann es echt im Körper nachweisen. Deswegen habe ich es auch daran denken müssen. Ein Thema unserer Zeit auf jeden Fall. Wir leben in der Plastikzeit. Ja, absolut, absolut. Und ja, genau. Und wie kommen wir jetzt dahin, dass wir von diesen ganzen Schadstoffen, die es gibt ja nochmal die Wasserleitungen, die auch nochmal, also deswegen dieses Transportmittel, wie kommt das Wasser zu uns? Über die Wasserleitungen. Wenn ich weiß, wie Wasserleitungen ausschauen, wenn der eine oder andere ein altes Haus hat und das mal saniert und dann die Wasserleitungen weggenommen hat oder wegnimmt, dann merkt man gleich, dass wie das Wasserrohr von innen ausschaut. Und zwar schaut es so aus, dass wir wenn man das Rohr aufschneidet, dann sieht man da die Rostflecken. Ja. Dann sieht man vom Querschnitt von, weiß ich nicht, 4 Zentimeter oder sowas, sieht man auf einmal, hat man nur noch einen kleinen Finger, der da durchpassen könnte überhaupt, ja. Und wenn man sich das mal angeschaut hat, dann denkt man sich so, echt, und wir trinken das Wasser, was da rauskommt. Und das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, glaube ich, oder? Also so die Leitung, wie das Wasser zu uns in den Becher kommt, wenn wir es abzapfen. Genau. Ne? Also die 50 Stoffe, die das Wasserwerk prüft, die sind ja dann auch vor Ort bei denen geprüft. Und dann geht das Wasser auf die Reise. Das heißt, von den Stoffen, die sie prüfen, zu den Grenzwerten, die sie prüfen, wird dann das Wasser noch in diese Leitungen, wie du gerade meintest, genau, mit den entsprechenden Problemen, die da auch noch dabei sind, zum Haus geführt. Ja. Und da ist dann jeder selbst zuständig ab der Wasseruhr. Ne? Mhm. Und das heißt, da an der Stelle auch wieder Thema Leitungen, ob das jetzt eine Edelstahl, eine Kunststoff, wird ja heute sehr stark Kunststoff verbaut, oder halt eben die alten Zinkrohre, die ja oft auch im Rohrbrüche eben dann eben die verursachen. Und dann kann man ja mal sehen, was da so alles drin ist. Genau. Egal welcher Rohrtyp, es werden in allen Rohren befinden sich dann Ablagerungen. Klar. Ja. Und da sehen wir einfach ein Wasser, was aus tiefen Erdschichten hochgepumpt wird, was wir hier haben, ob es jetzt Mineralwasser ist oder halt eben das Leitungswasser, ist nicht für uns Menschen so gesehen von der Mutter Natur, soll es nicht sein, weil wir müssen vorstellen, wir bohren tief runter, holen das Wasser hoch. Aber an der Quelle, die eigentlich für uns gemacht ist von Natur aus, da ist das Wasser über ganz viel Erdschichten gefiltert worden. Yeah. Ja, da kommen ganz viele Stoffe gar nicht an die Oberfläche. Also es geht ja sogar so weit, wenn wir davon sprechen, dass wir das Wasser aus tiefen Erdschichten hochholen, dass die mittlerweile die ersten
Grundwasserschichten komplett durchbohren und immer tiefer bohren müssen, weil die oberen Wasserschichten bereits kontaminiert sind von Nitraten, von allem, was auf die Äcker gekippt wird. In Baden-Baden zum Beispiel hatten wir auch den PFC-Skandal, wo in den Blut der Leute gefunden wurde. Ne? 2014 wurde verkündet, dass es bedenklich sei, trinken, also können alle wieder trinken, kochen und alles damit machen. Und 5 Jahre später, also habe ich einen Bericht aus der BNN, die gerade vor mir liegen, im März 2019 in der BNN, PFC ist auch im Blut zu finden, von der BNN, badischen neuesten Nachrichten, wurde dann berichtet darüber, dass die aus dem, in dem Blut der Leute das PFC festgestellt haben, was ja davor in dem Skandal PFC-Skandal auf die Felder gekippt wurde und somit ins Grundwasser kam und seit 2014 trinken das die Leute. Krass. Haben wir festgestellt 2019, dass es doch nicht so schadstofffrei ist dann. Und da gab es dann diese Probleme. Also schade finde ich an der Stelle, dass halt eben nicht aufgeklärt wird. Also es wäre nicht kein schweres zu sagen, ja, schaut mal hier, wir haben die und die Probleme, die Thematik. Und das wäre eine Lösung, dass jeder zu Hause sich eben das Wasser nochmal ganz fein molekular aufbereiten muss, weil heutzutage es einfach so ist, dass wir so viele Gifte in der Umwelt haben. Und Wasser ist ein Kreislauf. Also man sagt so ungefähr, im Laufe unseres Lebens haben wir 10-mal dasselbe Wasser im Glas. Nur auf 80 Jahre. Ja. 80 Jahre. Okay. Und das ist schon spannend, wenn man dann überlegt, was so alles damit da drin ist und wieder zurückkommt. Das kommt ja wieder zurück, genau. Das ist ja. Und das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was können wir machen, damit wir genau das Wasser, von dem wir jetzt gesprochen haben, wo wir jetzt gehört haben, was das für was das einfach für Belastungen hat, was das alles für Hormone, Kunststoffe, Gefahrenstoffe, Giftstoffe, was auch immer, wie können wir dem entgegentreten, dass wir nachher bedenkenlos das Wasser nutzen, trinken können, uns einen Tee machen können oder damit kochen können? Ja, also ich würde dem noch eine Sache vorstellen, bevor ich dir darauf antworte, und zwar, dass wir grundsätzlich mal kurz die Aufgaben von Wasser besprechen. Und zwar geht es ja darum, zum einen wurde uns erzählt, dass Wasser ganz viel Mineralien in den Körper reinbringen soll. Also umso mehr Mineralien Wasser hat, umso wertvoller sei es. Genau. Deswegen ist es auch das Heilwasser, was man dann kauft, oder halt eben mit viel Magnesium oder Und wenn wir jetzt mal an dem Beispiel anorganische Mineralien, die sogenannten, die im Wasser eben vorkommen, könnten wir jetzt zum Beispiel mal das Medikament anschauen, wo es um den Eisenmangel geht. Wenn man Eisenmangel hat, bekommt man ein Medikament, Eisensulfat, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Und dann wird danach der Blutwert gemessen. Und unter anderem letzte Woche, als ich mit dem Doktor zusammensaß, der hat mir das auch nochmal ganz genau ins Detail erklärt, dass diese Eisensulfate vom Körper nicht aufgenommen werden können so richtig. Und dass der Eisenmangel sehr lange bestehen bleibt. Und der Hintergrund ist einfach der, dass das nicht organisch verbunden ist. Und diese organische Verbindung entsteht nur dann, wenn das Mineral aus der Erde, von der Wurzel einer Pflanze aufgenommen wurde und in der Pflanze eben dann verwertet wird und wir diese Pflanze zu uns nehmen, weil das quasi organisch vorbereitet ist. Das ist in Verbindung mit Vitaminen, mit Spurenelementen und so weiter. Eine ganz andere aufgespaltete Form von Mineral, die unser Körper sehr, sehr gerne aufnimmt. Und die andere Form ist aber eben die wir eben in dem Wasser aus tiefen Erdschichten zuhauf finden, ist halt eben diese anorganische, mineralische Form. Wir sehen, wie unsere Wasserhähne verkleben zum Beispiel. Ja. All diese Ablagerungen, die sind in mineralischer Form für den Körper nicht verwertbar. Nur die kleinsten Teilchen davon, und die kommen sehr selten vor. Also wir haben eher so dann das Thema, was hat denn Wasser eigentlich da für eine Aufgabe in unserem Körper? Und eine der wichtigsten Aufgaben ist zum Beispiel der Abtransport von Schlacken. Also wie ich zu Beginn unseres Gesprächs schon sagte, dass diese ganzen, ich sag mal zusammengefasst, Abfälle im Körper auch den Körper wieder verlassen können. Genau. Wenn wir jetzt aber ein Wasser haben, was sehr, sehr viel enthält, vergleichen wir es mal mit einem LKW, der voll beladen ist. Ja, dann kann es gar nichts mehr aufnehmen. Dann kann das im Körper gar nicht so richtig lösen. Ja, Wasser ist ein Lösemittel. Aha, und wenn es aber überladen ist mit ganz viel Mineralien und sonstigen Schwebeteilchen, dann kann es im Körper seine Aufgaben nicht erfüllen. Und unter anderem habe ich das ja selber auch
studiert. In den Büchern, die ich jetzt zum Beispiel vor mir liegen habe, habe ich da einige mal hier mitgebracht für euch. Und eins davon wäre von Dr. Norman Walker, Wasser kann Ihre Gesundheit zerstören. Super große Empfehlung von mir. Also, was ich da alles gelernt habe darüber, wie wichtig es doch ist, auch wenn man von Vitalität spricht, von Lebenserwartung, wie fit man jeden Tag ist, wie gut man schläft, sagen wir mal kurz zusammengefasst, der Stoffwechsel im Körper, wie das der richtig funktionieren kann, wenn man ein reines Wasser trinkt. Und da sprechen wir von weichem Wasser und von mineralarmem Wasser. Also, dass nicht viele Mineralien vorhanden sind, weil die Mineralien, die können wir dann eben durch unsere Nahrung zu uns nehmen. Das ist dafür ist die sind die Lebensmittel eben da, um uns die Mineralien zu geben, nicht im Wasser. Ja. So auch das weitere Buch hier, Reines Wasser für die Gesundheit von Dr. Herbert M. Sheldon. Unter anderem sind da noch mehrere Doktoren dabei, die das verfasst haben. Die haben zum Beispiel, sprechen wir von destilliertem Wasser. Ja. Und da haben wir ja auch in der Schule, ich selber auch im Physikunterricht, destilliertes Wasser, hochtödlich. Ne? Genau. Ich selber kann für mich sprechen, ein halbes Jahr destilliertes Wasser getrunken. Lebe heute noch. Ich sehe dich vor mir. Und also ich kenne viele Leute aus meinem Bekanntenkreis, die zum Beispiel über 70 sind, die schon seit über 10 Jahren destillieren. Also da habe ich 2 in meinem Bekanntenkreis, die das schon tun und die dann eben dadurch auch ganz viele Medikamente, die man ja so alle verschrieben kriegt im Alter, weglassen können. Echt? Sogar so? Es ist so, weil der, das ist ja, weil das Wasser dann viel mehr ausspülen kann, aufnehmen kann, den Körper rein, aktiviert die Selbstheilungskräfte sozusagen. Also spannend. Also okay, das wird hier auch in den Büchern beschrieben. Ja. Oder der Batman Gelic, Dr. Med Batman Gelic, das ist ein Inder, der hat geschrieben: Sie sind nicht krank, Sie sind durstig. Heilung von innen. Ja. Und der spricht davon einfach, dass man mit Wasser trinken, in einer guten Qualität, sein Leben echt verändern kann. Krass. Und das hat mich damals fasziniert. Ich bin dann, sind dann auf die Suche gegangen nach Lösungen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ja. Und eins möchte ich noch vorstellen an Büchern, was hier gerade vor mir liegt. Dr. Paul Prager und seine Frau Dr. Patricia Prager haben auch das Buch geschrieben, Wasser, das größte Gesundheitsgeheimnis, die schockierende Wahrheit über Wasser. Ist ein sehr altes Buch, das ist in D-Mark. Aha. Die sprechen da von 4000 Medikamente, die auf dem Markt sind. Ja. Das ist ein paar Jahre alt. Ja, ja. Heute haben wir über 80.000. Also können wir uns vorstellen, wo wir in Zukunft landen werden. Ja, ja. Und wie viel da eben durch die Ausscheidungen auch ins Wasser, ins Grundwasser kommt und somit auch zurück zu uns. Ja. Genau. Um wieder zurückzukommen, um auf die Aufgaben. Wir würden vielleicht nochmal eine Auflistung der Bücher machen, dass man die in die Shownotes mit reinpackt, sodass die Zuhörer da auch das einfach mal googeln können. Sehr gerne, ja. Wenn es so alte Bücher gibt es vielleicht nochmal irgendwo Gebrauch zu kaufen oder Neuauflagen. Beispiel, also das von Dr. Norman Walker ist zum Beispiel extrem teuer. Ja, also das ist mittlerweile über 80, 90 Euro. Echt? Krass. wenn man es überhaupt findet. Okay. Ja, weil die sind ja nicht mehr aufgelegt, diese Bücher, und da steht ja auch viel eben aus meiner Sicht die Wahrheit drin. Ja, darf jeder für sich selbst danach forschen, auch gerne. Ja, ja. Möchte ich zu einladen, dieses wertvolle Thema Wasser nochmal genauer zu betrachten und mal drüber nachzudenken. Ah, ja, ja. Was da dahinter steckt, ne? Genau. Ja. Also, wenn wir mal zum reines Wasser in den Hundenapf tun, und Leitungswasser in den Hundenapf, den Hund entscheiden lassen, welches Wasser er dann trinken möchte. Yeah. Immer zu dem reinen Wasser. Das ist faszinierend, wir haben das mehrfach ausprobiert. Okay. Und wenn man auch sieht, dass die zu Hause teilweise dann im Eigenheim den Wassernapf nicht leer trinken, sondern draußen in der Pfütze dann die ganze Pfütze leer trinken, dann kann man sich auch vorstellen, aha, Regenwasser, reineres Wasser als Leitungswasser. Und wir denken aber, hey, was trinken die da für ein Dreckwasser? Ne? Yeah. Dabei ist das Leitungswasser und das Schlechtere von beiden, und der Hund merkt es einfach aufgrund seiner guten Nase und seines guten Spürsinns. Also da haben wir viele Versuche schon gemacht, unter anderem bei unseren eigenen Hunden. Ich habe auch Hunde. Ja. Und ich merke das jedes Mal, wenn wir woanders sind oder so, dann trinkt er den Napf nicht leer. Krass. Wenn wir zu Hause sind, macht er den Napf leer. Ja. Das ist super spannend, was die Tiere da, und übrigens auch Kinder. Viele Kinder fangen an, Kohlensäure im Wasser zu trinken. Ja. Weil sie eben diesen metallischen Geschmack, diese Ablagerung im Wasser einfach noch schmecken, weil die Geschmacksknospen frei sind und vom Geschmack her es viel feiner aufnehmen können. Mhm. Und da hatten wir zum Beispiel, als wir begonnen haben, dann unseren Laden zu eröffnen im Forst, da war es dann so, dass die Kinder zu unserem Stand kamen, 4-mal nacheinander,
Mhm. Beim fünften Mal kamen die Eltern mit und haben gesagt, das schenkt ihr dafür ein Wasser aus. Mein Kind trinkt normalerweise kein stilles Wasser. Ja. Und da ist uns nochmal richtig bewusst geworden, ja, die Kinder haben diesen Geschmackssinn und können das unterscheiden. Krass, ja. Ja. Und die Kohlensäure im Wasser, die man so reinmischt, ja, die dient eigentlich dem Zweck auch, dass sie den Geschmack des Wassers überdeckt. Aha. Also die ganzen Ablagerungen schmeckt man dann nicht mehr, weil es ja sprudelt und, und so weiter. Ne? Und wenn man aber mal die Kohlensäure rausschüttet, will keiner mehr trinken. Mhm. Und da müssen wir eben achtsam sein und mal drauf gucken, okay, was steht denn da, was ist da in deinem Glas drin? Ja. Ich habe so den schönen Spruch mal erstellt, so, sie haben ihre Gesundheit selbst im Glas. Ja. Man sagt ja selbst in der Hand nochmal, selbst im Glas ist tatsächlich aufgrund meiner Recherche auch mir sehr bewusst geworden, wie wichtig doch das Glas Wasser ist, was ich jeden Tag trinke. Und deine ursprüngliche Frage war ja, welche Möglichkeiten haben wir denn? Genau, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir... Da würde ich anknüpfen jetzt gerne, weil mir war der Punkt sehr wichtig, mal grundsätzlich diese andere Perspektive auf das Wasser mal darzustellen. Und zwar haben wir zwei Möglichkeiten, wir können destillieren oder wir haben die Umkehrosmose. Diese zwei Techniken sind in der Lage, die ganzen, auch die feinsten Ablagerungen, die wir im Wasser heute finden, eben zu entfernen. Auch die Kunststoffe und Medikamente, was weiß ich was. Ja, echt? Okay. Es gibt auch Laborversuche, wo dann eben vorher das Wasser radioaktiv verstrahlt wird mit Cäsium-132 durch die Anlage geschickt wird, Osmoseverfahren. Und dann danach wieder geprüft wird, wie viel Uran, also Cäsium noch im Wasser ist. Yeah. Und dann eben die Strahlung nicht mehr vorhanden ist. Krass. Also, das ist sehr spannend, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt, weil wir in dem Haus, was wir jetzt bewohnen, da war schon eine Osmoseanlage drin. Hm. Und deswegen habe ich mich dann mal mit dem Thema mal so ein bisschen beschäftigt. Also nicht so tief wie du das gemacht hast, klar. Aber so ein paar Sachen habe ich gewusst. Aber dass man da komplett also diese ganz feinen Sachen, wie was weiß ich, Rückstände von Medikamenten oder dieses Radioaktive, also es ist ja echt krass eigentlich, ne, was man da rausbekommt. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man das jetzt nicht kennt? Man schickt das Wasser irgendwo hin und dann wird es wie gereinigt? Also es gibt dafür mehrere Möglichkeiten. Also da ist ja auch hier vermehrt auch um Bauen geht, ne? Genau. In deinem Bereich. Ja. Kann man da von zwei Möglichkeiten grundsätzlich sprechen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, im Keller das Wasser aufzubereiten mit einer sehr großen Anlage, sage ich mal, die dann eine sehr große Umkehrosmoseanlage, die das Wasser dann in größeren Mengen zur Verfügung stellt, wo man dann mit dem besten Wasser quasi auch duschen kann, Zähne putzen kann, sich baden kann und so weiter. Ja. Und natürlich besonders auch in der Küche mit kochen und trinken kann. Das ist die eine Möglichkeit, da muss man aber sehr darauf achten, dass man eben hochwertige Leitungen verwendet. Mhm. Wenn wir das Wasser hochwertig im Keller aufbereiten und dann durch die Rohre durchschicken, die dann, der ein oder andere hat es vielleicht mal gesehen beim Rohrbruch, wie die aussehen, das ist ja erschreckend. Und deswegen dann diese guten Leitungen nach oben kommen in die Küche oder auch wo es gebraucht wird, müssen die dann eben dementsprechend aus einem hochwertigen Edelstahl sein. Sonst können wir das so nicht umsetzen. Des Weiteren ist dann die Möglichkeit, das als kleineres Gerät in der Küche auch zu platzieren, wo dann eben das Leitungswasser mit den ganzen Problemen, die wir haben, dort anliegt und das Gerät befreit dann von den ganzen Schadstoffen. Mhm. Und im zweiten Schritt tut es dann eben auch einen sehr wichtigen Schritt noch, die Vitalisierung, Energetisierung, Veredelung, Verwirbelung. Da ist es auch nochmal ein ganz, ganz riesen Kapitel für sich, dass das Wasser wieder natürlich gemacht werden muss und also mit Energie aufgeladen. Aber ist es nicht irgendwie, also ich wenn man sich das so hört, ne, so aus der Ferne betrachtet, dann denkt man sich so, ja, hier sind wir Menschen schon so weit gekommen, dass wir das Wasser, was wir selbst verschmutzen durch unsere täglichen Handlungen und was wir einfach so machen, ne, was einfach dazugehört zu unserem Leben, wieder mit der Technik hingehen müssen, um das Wasser wieder so machen zu müssen, wie das eigentlich ursprünglich gewesen wäre, damit wir es wieder trinken können. Ne? Also wir brauchen wir brauchen wieder die Technik, damit wir einfach gutes Wasser haben, was wir trinken können. Ne? Ja. Also leider ist es heute so, wir müssen das akzeptieren. Jeder, der sich da ein bisschen einarbeitet in das Thema oder vielleicht schon eingearbeitet hat, der hat es festgestellt schon, dass wir umgeben sind von Schadstoffen. Mhm. Und besonders bei den
Wasser ist es ja so, dass wir zu 70% aus Wasser bestehen und dann eben auch dementsprechend das eine Wichtigkeit in unserem Körper eben hat und dass das schadstofffrei sein sollte. Ja. Und wir dafür dann eben uns Lösungen anschauen müssen. Da, das ist leider heute das Wichtigste mit, was wir machen müssen. Ja, also wie stellt man sich das vor, dass das Wasser dann wirklich gesäubert wird von dem Wasser, so wie wir das jetzt gehört haben, bis dahin, dass wir das bedenkenlos trinken können? Ja, gute Frage auf jeden Fall, weil wir werden das auf jeden Fall vorher, bevor wir es in diese Unkerosmose Feinstmolekularreinigung begeben, müssen wir es vorher erstmal grob filtern. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal Vorfiltereinheiten, die erstmal diese ganzen groben Stoffe, ja, und selbst Kleinstlebewesen in sämtlicher Form, die so in diesem ganzen Leitungskomplexsystem da entstehen können, die werden alle erstmal grob aussortiert, sage ich mal, vorsortiert. Mhm. Da haben wir dann drei Vorstufen und dann gehen wir erst ins Osmosemembran. Und je nach Typ und je nach Wassermenge, die man braucht, sind dann auch sogar mehrere Osmosemembrane in den, sage ich mal, für die Familien dann auch schon verbaut. Und nach dieser Reinigung, die dann molekular stattfindet, Molekularreinigung bedeutet eigentlich, dass wir das Molekül durch ein ganz feines Netz durchpressen, durch den Wasserdruck. Ja. Und alles andere ist viel größer. 5000 Mal, also Bakterien zum Beispiel, ist 5000 Mal größer als ein Wassermolekül. Entschuldigung, als eine Bakterie. Ja. Jetzt habe ich mich verspult. Alles gut. Eine Bakterie ist 5000 Mal größer als ein Wassermolekül. Und somit können wir dann diese Bakterien abstreifen durch dieses feine Osmosenetz, Molekularnetz, und dann kommt nur noch das Wasser durch. Und somit sind wir dann in der Lage, auch die ganzen Arzneirückstände und so weiter dann zu 99% zu entfernen. Und auch Uran, alles, was da so quasi noch überbleibt an feinsten Schadstoffen und Ablagerungen, kann dann dort in diesem Herzstück, sagen wir mal, der Anlage dann abgestrichen werden und gelöst werden vom Wasser, somit, dass wir eine Schadstofffreiheit von 99% erreichen können. Und danach ist das Wasser dann quasi komplett dann gereinigt und dann ist es eben noch wichtig. Ist das gleichzusetzen mit destilliert oder ist das noch ein anderer Prozess? Nee, das ist eben ein anderer Prozess. Okay. Destillieren bedeutet über Hitze. Ja. Da müsste man, also da gibt es Geräte für, die sind auch ganz preisgünstig, die kann man sich zu Hause aufstellen. Die brauchen allerdings halt eben, wir haben es ja nach einem halben Jahr dann auch sein lassen, weil wir gemerkt haben, es ist mega aufwendig vom Reinigungsprozess. Yeah. Da bleibt ein Knies hängen. Yeah, da tut man 3 Liter Wasser reinfüllen, yeah. Die werden destilliert dann eben über Hitze. Yeah. Oben kühlt sich das dann ab, das yeah. wird dann in so kleine Röhrchen mhm. geleitet, mhm. mit einem Ventilator gekühlt und dann tropft es Stück für Stück runter. Und es läuft so ungefähr 2,5 Stunden, das Gerät. Mhm. Und braucht halt dementsprechend 2000 Watt. Mhm. Und wenn man das dann allein dann für 3 Liter, 4 Liter, sagen wir 3 bis 4 Liter jeden Tag macht und das mehrmals am Tag, weil man will ja nicht nur trinken, man will ja auch kochen damit, dann ist das einfach ein extrem großer Aufwand. Und das wäre eine andere Milch, also das ist eine andere Art von Aufbereitung, Gerät. Mhm. Diese Senioren, wo ich vorhin erwähnt habe, mhm. für die ist das ganz praktisch, weil die eben auch schmale Rinde eben haben und dann da auf sowas auch sehr stark achten müssen und sich eben auch diesen Aufwand gerne geben möchten, weil sie nur für sich das Wasser aufbereiten. Ja, okay. Und wenn man von einer Person spricht, das ist nochmal was anderes, wie wenn man Familie hat oder Partnerschaft. Ja, dann braucht man natürlich viel mehr Wasser. Und wenn man dann jedes Mal da das Gefäß unten aus, das ist also schlimmer, das Kalk ist ja auch ein Klebstoff, das sehen wir ja am Wasserhahn, wie das anhaften kann. Ja. Und muss man sich vorstellen, wenn es dann in den Destilliergefäß unten drin klebt, das muss man jedes Mal richtig heftig rausschrubben, um dann den nächsten Destillationsvorgang starten zu können. Ja. Bei Destillation funktioniert das so, dass ja die ganzen anderen Stoffe nicht, also Wasser vergast ja schon, geht in den Gaszustand schon über. Mhm. Wie gesagt, fällt gerade das Wort nicht ein, aber es wird ja schon Dampf quasi bei sehr geringen Temperaturen. Also sobald es über 4 Grad ist, glaube ich, fängt es schon an zu verdampfen. Okay. Und das nutzt man an der Stelle, weil alle anderen Stoffe verdampfen da noch nicht. Das heißt, ob wir von den ganzen Eisenablagerungen sprechen, von den Kalkablagerungen, die bleiben dann zurück. Und durch die Erhitzung des Wassers geht dann nur das Wasser, steigt auf. Und dadurch, dass es abgekühlt wird in den kleinen Röhrchen mit dem Ventilator,
kondensiert es dann in diesem Bäuerchen und tropft dann ab. Das heißt, im Gefäß bleibt dann die ganze Plörre zurück. Ja. Und das Wasser, weil es eben so früh verdampft schon, das wird so meistens auf 100 Grad erhitzt, weil es schnell gehen soll. Aber man könnte es auch bei 40 Grad machen, dann wird es aber viel, viel länger dauern als zweieinhalb Stunden. Ja. Aber so das Prinzip ist ja unserer Natur ja auch so, ne? Das Oberflächenwasser, alles verdampft und regnet dann wieder ab. Genau. Ja, also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und der Regen ist ja auch, wenn wir diese Umweltbelastung nicht hätten, auch ein sehr reines Wasser, was wir. Aber ist jetzt das destillierte Wasser von der Qualität mit dem, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt 99% gereinigt haben mit der Osmoseanlage sozusagen, ist das vergleichbar oder gibt es da auch Unterschiede von der Reinigkeit oder wie sagt man da? Das ist vergleichbar. Ja. Vergleichbar, okay, alles klar. Ja, das ist vergleichbar. Nur ist es so, dass mit der Destillation dann ja noch nicht wir haben dann die Reinheit erreicht, aber man müsste es dann nochmal sehr aufwendig in mehreren Stufen dann eben wieder vitalisieren und veredeln. Mhm. Das heißt, man müsste sich noch extra einzelne, man kann da viel auch mit Heilsteinen machen zum Beispiel, ja, da gibt es den russischen Heilstein zum Beispiel schon Gitt, dann gibt es die ganzen Kristalle, den Bergkristall, den Amethyst, dann gibt es die Zeolithe-Verbindungen, Vulkanminerale, die da mit eine Rolle spielen. Mhm. Ist ein riesen Thema, nochmal diese Energetisierung. Mhm. Und da muss man dann eben bei den Destillationen das separat nochmal dazu selbst händisch machen. Okay. Was bei der Umkehrosmose danach kompakt eben in dem Gerät mit dabei ist, weil es optimiert wurde quasi und dann nach der Reinigung eben über diese ganzen Vitalisierungsprozesse fließt. Mhm. Ja. Und somit ist so eigentlich von der Reinigung sind wir gleich, nur dass bei der Umkehrosmose das kompakt in einem Gerät verbaut ist, verbunden ist. Einfacher, ist. Also vom Handling einfach besser. Genau. Es ist alltagstauglicher wie die Destillationslösung, weil wir haben alle Zeitmangel. Und diese ganze Arbeit beim Destillieren und dann die ganzen Prozesse danach noch händisch zu machen, braucht sehr viel Zeit. Ja, ja. Also wir machen das beispielsweise so daheim, wir haben ja eine Anlage, dann haben wir drei Glaskrüge, ne, denn dass wir, wenn wir einmal das Wasser rauslassen, da gibt's dann einfach, man kann sich das so vorstellen, man hat in der Küche den normalen Wasserhahn und nebendran haben wir den Wasserhahn für das Osmosewasser, für das gute Wasser. Und dann macht man das auf und machen die drei Krüge voll und dann bleiben die stehen, ne, und dann trinkt man den Tag über und irgendwann macht man da halt wieder voll, wenn die halt wieder leer werden, ne, so machen wir es daheim, weil ich auch gehört habe, dass es ganz gut ist, wenn das Wasser auch stehen bleibt erstmal, ne, also es nicht gleich verzehrt wird sozusagen, sondern erstmal stehen bleibt, damit sie auch sich an die Umgebung gewöhnt oder sowas. Ist da was dran? Ja. Das wurde mir zumindest mal erzählt. In dem Bereich gibt es sehr, sehr viele Philosophien. Ja. Was ich sagen kann dazu, wenn man es stehen lassen lässt, dann ist die Form des Glases tatsächlich, hat eine Auswirkung aufs Wasser. Mhm. Ja, also da gibt es zum Beispiel den Pi-Schnitt. Da sprechen wir dann von einer gewissen Rundung, die mathematisch aus der Natur abgeschaut wurde. Mhm. Ne? Wie auch Schauberger, wenn er dir was sagt, die Natur auch beobachtet. Mhm. Hat geschaut, an den Bächen das Wasser, wie es sich verwirbelt. Mhm. Und es gibt den Schauberger Trichter zum Beispiel. Der hat eine ganz bestimmte Mathematik hinten dran, die er der Natur eben auch abgeguckt hat, wo in der Verwirbelung mit der Form des Trichters das nachgeahmt wird, wie es im Fluss auch stattfindet. Und dadurch bekommt man dann zum Beispiel eine bessere Struktur des Wassers hin. Okay. Für uns ist ja Wasser durchsichtig und sieht aus, flüssig aus. Genau. Aber im Prinzip hat es ja auch einzelne Moleküle. Und diese Moleküle kriegen eine bessere Anordnung, umso besser es verwirbelt wird und auch in welchem Gefäß es sich befindet. Das hat alles auch Auswirkungen auf die Form des Wassers, auf die Moleküle. Man spricht am Ende von Clusterbildung. Mhm. Quasi kann man sich vorstellen, Leitungswasser hat sehr große Cluster, es klebt zusammen in großen Bollen, sage ich mal so. Mhm. Und wenn man es dann gereinigt hat, verwirbelt, energetisiert, vitalisiert, dann ändert es seine Struktur und bildet dann eine für den Körper bekömmliche Form. Ja, es kann von der Zelle viel einfacher verarbeitet werden und die ganzen Stoffwechselprozesse. Jeder Prozess im Körper hat davon seine Vorteile, dass das klein clusteriger am Ende ist. Ja. Krass. Also ich merke, da gibt's einfach so viele Themen oder so viele Abhängigkeiten und so viele
Sachen, die man da beachten kann. Jetzt gibt es nochmal ein Thema, was immer wieder beim Hausbau vor allem auch nochmal vorkommt, das Thema der Entsalzung. Also ich hab ein Entsalzungsgerät beispielsweise im Keller stehen und da kommt erstmal das Wasser, was dann von draußen kommt, wird erstmal entsalzt. Wie ist das zu handeln oder wie ist das in den ganzen Prozess mit einzubeziehen? Ist es überhaupt relevant oder was hältst du davon? Sehr wichtige Frage, vor allem für alle, die ihr Wasser verbessern möchten zu Hause und die Kalkfilm stört auf den Armaturen und im ganzen Haus, sag ich mal, dieses harte Wasser. Entsalzung ist an und für sich gebaut für Leitungen und Geräte. Und da ist ganz wichtig, möchte ich jedem, der gerade auch zuhört, ans Herz legen, darüber nachzudenken, denn es wurde entwickelt für Geräte und Leitungen und nicht für die Gesundheit des Menschen. Ja. Das heißt, wenn wir quasi uns mal anschauen, wie funktioniert denn eine Entsalzung, dann sprechen wir von einem Ionentauscher, der quasi die Kalkmoleküle, Kalkverbindungen austauscht gegen Salzverbindungen. Also es wird quasi durch einen natürlichen Ionenaustausch dann das jeweils ausgetauscht. Das heißt, Kalk ist nicht mehr im Wasser drin, aber wir haben Salzrückstände im Wasser drin. Und das ist eben ein Industriesalz, was sehr viel Problematiken im Menschen erzeugen kann, wenn man es regelmäßig trinkt, damit kocht und so weiter. Und das Schlimme, finde ich, an der Stelle ist, dass das nicht gesagt wird, weil Heizungsbauer darüber gar nicht nachdenken. Heizungsbauer decken ihren Bereich ab. Das heißt, die decken den Bereich der Leitungen, der Geräte ab, sagen, wenn ihre Waschmaschine, Spülmaschine hält länger, wenn sie entsalzen. Ja. Und die Menschen sind von dem Kalk gestört, der überall in der Lagerung ist. Also denkt man, okay, ich entkalke das Wasser und dann habe ich das Thema Wasser abgehakt. Jetzt habe ich doch leider auch einen letzten einen Kunden gehabt, der hat dann auch gesagt, ja, hier, ich habe überall Entzündungen im Körper und sowas. Ne, und hat dann mir erzählt, der hat jahrelang jetzt dieses Wasser pur aus der Entsalzung getrunken. Und wie viele Menschen denken da nicht dran, dass es vielleicht auch das Thema ist? Und deswegen ist mir ganz wichtig, heute diesen Punkt auch zu erwähnen, gerade jetzt im Thema Bau. Sehr wertvoll, da mal drüber nachzudenken, dass das nicht für die Gesundheit geeignet ist, dieses Wasser. Das sind schleichende Vergiftungsanlagen und später führt es keine Arbeit aufs Wasser zurück. Genau, und das müsste man, wenn man sowas verbaut, unbedingt an den Bereichen, in den Stellen, meistens in der Küche eben, dann eine spezielle nochmal eine Aufbereitung des Wassers vor. Also müsste man dann machen, um dann dieses Wasser auch genießen zu können, vor allem auch dann eben Probleme zu verhindern, die durch das Entsalzungswasser eben passieren können. Also kurz gesagt, Aufbereitung ist notwendig in der Küche, wenn man das Wasser trinkt, damit kocht, vom Tee über die köstlichsten Speisen, braucht man dann eine Aufbereitungsanlage, die eben dann wieder diese Salze aus dem Wasser entfernt. Die anderen Ablagerungen, von denen wir vorhin schon gesprochen haben und Schadstoffen, die sind ja so oder so. Also sind wir, am besten ist man aufgestellt, wenn man einmal die Entsalzung hat für die Haustechnik. Ja, also immer das dafür verwenden, wofür es gedacht war oder wofür es entwickelt wurde. Die Entsalzung für die Haustechnik und die Wasseraufbereitung, die Osmoseanlage dann für den Körper, für sich zum Trinken, Kochen und so weiter. Ne? Wenn es um den Körper, wenn es um den Mensch geht, dass er das dann nur zu sich führt. Weil die Bedeutung von Wasser ist absolut da, 70% im Körper vorhanden. Ne? Bei Neugeborenen 90% sogar, deswegen ist es dann noch wichtiger darauf zu achten, dass die reine Qualität bekommen. Da sind kleinste Teile Nitrat im Wasser, verursachen da schon Sauerstoffmangel im Blut. Spätschäden und so weiter können daraus eben entstehen. Und im Alter baut der Wassergehalt im Körper sogar noch ab. Das ist ein riesiges, schwieriges Thema, weil dann, wenn das Wasser im Körper abbaut, wir sind im Seniorenalter bei 55% Wasser, sagt man, Wassergehalt im Körper, sieht man ja auch an der Haut, dass Wassermangel da. Ja. Und wenn dann noch die Ablagerungen im Körper sind, können wir uns vorstellen, was da an Problemen dann im Alter kommt. Ne? Mayo Clinic in Amerika, 1883 gegründet zum Beispiel, die haben, die Gebrüder Mayo, die haben sich auch dazu geäußert, haben gesagt, viele Alterskrankheiten werden verschwinden, wenn die Menschen flächendeckend damit weichem Wasser versorgt sind. Also quasi pasteurisierte Milch kann man überall kaufen. Aber weiches Wasser ist gar nicht so einfach zu kriegen, was wirklich schadstofffrei ist. Würde aber viele Alterskrankheiten doch auflösen. Laut dieser
Klinik, die die ist heute die zweitgrößte Transplantationsklinik. Das heißt, die haben damals schon eben Transplantationen durchgeführt, haben quasi offene Organe gehabt, haben Adern gesehen, haben diese ganzen, ich sag mal, Leitungen im Körper gesehen, wie der Zustand der Leitungen ist, und haben dann eben verstanden, dass es sehr viel mit hartem Wasser zu tun hat, was sich dann im Körper genauso die Ablagerung auch bilden kann, wie in der Leitung eben. Also diese Fachärzte, die da jeden Tag diese Dinge auf den Tisch legen. Das ist gut. Die Entsalzung für die Hausleitung, die Osmosanlage für die Körperleitung. Also, sehr gut. Jetzt weiß ich, dass du hier aus Forst bist, bei uns in Baden, bei Bruchsal zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Jetzt wird sich der ein oder andere Zuhörer fragen, ja, ich wohne jetzt aber nicht gerade um die Ecke. Mhm. Das hat mir aber irgendwie Spaß gemacht. Die Frage eins ist, wie weit fährst du raus, dass die Leute vielleicht einen Termin mit dir oder einen Kontakt mit dir treten können? Die zweite Frage ist, wie tritt man am besten mit dir in Kontakt? Und die dritte Frage ist, das ist eine Frage, die dann von mir kommt, ist, kriegen wir auch für unsere Bauherren, die eben Bauherren werden, Podcast, das Ganze sich anhören, irgendwas nochmal als Schmankerl, als irgendwas Schönes, wo wir dann sagen können, okay, ihr habt was Besonderes, Leute. Weil die hören ja hier diesen Podcast immer sehr gerne, und sind dann immer froh über die Informationen, aber genauso will ich ja dann zu ihr noch was zurückgeben. Ja, genau. Da habe ich was mir überlegt für euch, für dich, deine Zuhörer. Und zwar könnten wir folgen, also ich bin grundsätzlich ganz deutschlandweit unterwegs mit ich mache den Einbau auch selbst, der andere. Ja. Also das ist mir wichtig, darauf aus einer Hand. Ja. Das alles zu machen. Und es ist so, dass wir uns überlegt haben, dass wir den kostenlosen Wassertest gerne bei all deinen Zuhörern zur Verfügung stellen möchten. Ja. Wo wir mal schauen können, bei jedem Einzelnen, Wasser ist immer unterschiedlich. Es kann selbst von Tag zu Tag eine andere Qualität haben teilweise. Okay, sogar. Immer unterscheiden. Okay. Und so auch von Region zu Region. Ne? Klar. Und somit kann jeder, der gerade hier aktiv gerade zuhört, uns sehr gerne mal seine Wasserproben zukommen lassen. Da werde ich gleich noch drauf eingehen, wie das dann ablaufen kann. Kurz gesagt, ein Wassertestgutschein. Ja. Und wenn er jetzt nicht aus der Gegend ist, haben wir uns auch eine Lösung überlegt. Dann könnten wir das so vereinbaren, dass wir das zugesendet bekommen. Ja. Also man braucht immer so 500 Milliliter von jedem Wasser. Mhm. Gefäß ist da, dann hat man vielleicht was zu Hause, alte Gläser oder sowas. Ja, ja, genau. Man zusenden kann oder Flaschen. Und dann könnten wir das gemeinsam über einen Video-Call in unserem Labor dann quasi gemeinsam testen und somit erste Gespräche auch nochmal in jedes Thema tief eingehen. Ja. Er hat verschiedene Fragen, ne? Ja. Und es würde heute absolut den Rahmen sprengen, da alles detailliert zu besprechen. Und so könnten wir dann in diesem Zoom-Call oder auch Skype-Call, je nachdem, da detaillierter drauf eingehen und die Wassertests gemeinsam durchführen. Also das würden wir kostenfrei machen. Cool. Und da würde dann halt die Zusendung dann eben notwendig dafür sein. Genau. Und der Einbau später deutschlandweit auch. Genau, deutschlandweit der Einbau, genau. Und zu der Entnahme, wenn ich jetzt beispielsweise, gut, wenn ich ein Haus, vorhandenes Haus habe, dann kann ich das ja ganz einfach testen, dann mache ich dann Hahn auf und weiß es dann. Wenn ich beispielsweise mir ein Grundstück oder ich plane da irgendwie ein Haus oder in einem Ort oder in der Region oder sowas, ist es auch schon, also kriegt man da schon was raus, wenn man sagt, okay, ich gehe zum Nachbarn beispielsweise und hol mir da das Wasser. Sagt mir das schon aus oder ist das da auch schon ein bisschen verfälscht, weil der, weiß er sich, welche Leitung er hat und so weiter und so fort? Oder genau, wie macht man das da am besten? Es ist ein Unterschied da von Haus zu Haus. Wir haben verschiedene Leitungen, verschiedene Zuleitungen. Oft ist die Hauptleitung die gleiche an der Straße, aber wir haben trotzdem verschiedene Baujahre, wir haben verschiedene Elemente im ganzen Leitungssystem, die dann je nachdem wieder einen anderen Gehalt, und vor allem haben wir ja auch andere Armaturen. Also die Armaturen an sich sind auch wieder ein wichtiges Thema. Müssen wir uns überlegen. Material wird natürlich da nicht, also es wird kein hochwertiges Edelstahl verbaut. Also jeder, der mal einen Hahn aussortiert, kann den gerne mal aufflexen, mal reingucken, da wird man sehen, Messing, Kupfer, verschiedenste Legierungen, die alle dann gewisse Probleme wieder ins Wasser mit abgeben. Und das haben wir dann. Aber deine Kernfrage war ja genau von Nachbar. Kann dann Unterschied auf jeden Fall sein.
Aber wär zumindest der Anhaltspunkt, wenn ich jetzt ein Grundstück habe, wo ich dann bauen will, damit ich weiß, wie die Qualität im Ort ist. So, jetzt habe ich es verstanden, also, genau. Das Haus steht noch nicht. Macht das Sinn, genau. Dein Nachbar guckt man dann. Also wir macht sagen, das wir Sinn? Sind, so vom wir sind immer ganz grob von dem, was da ankommt in der Leitung. Das variiert dann um 20, 30 Teilchen, ist so meine Erfahrung. Wenn man ein Haus nebendran geht, ist es manchmal 20, 30 weniger, 20, 30 mehr. Ja. Aber so vom Grundbasiswert her ist der ähnlich. Ja, also genau, das ist als Orientierungswert, genau. Kann man den sehr gut verwenden für Nachbar. Ja. Definitiv. Super. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja. Sehr gut. Okay. Wie macht man das am besten? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Genau, also da könnten wir auf jeden Fall und könntet ihr schauen unter www.diamondwater.de, aus dem Englischen Diamondwater geschrieben, oder unter der E-Mail info@diamondwater.de. Und mit dem Rabattcode, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf der Seite werdet ihr es auch finden, zum Eingeben den Rabattcode Bauherr werden verwendet, dann werdet ihr die Gutschrift und den kostenfreien Wassertest dann von uns erhalten können. Und so könnten wir dann genau auf jeden Fall für euch das dann bereitstellen und alle weiteren Fragen und auch Sonstiges könnten wir dann dort auch besprechen. Genau. Super, super. Also ganz einfach. Das ist der Fahrplan. Packen wir in die Shownotes, dann kann man das einfach direkt anklicken, dann landet man genau da, wo man kommt und gibt dann einfach Bauherrwerden ein, dann weißt du, dass du da jetzt den Rabattcode ansetzen musst. Ja. Super, also ich glaube, das war jetzt ganz umfangreich, wir haben jetzt ganz viele Themen besprochen, wir sind da in die einzelnen Thematiken reingetaucht. Ich fand es jetzt ganz, ganz spannend. Habe ich noch irgendwas vergessen oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, als Schlusswort, was die Bauherren, die Zuhörer beachten sollten, auf was die achten sollten? Genau, das Schlusswort gehört dir. Vielen Dank. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Situation heute ist, wie sie ist. Wir müssen es akzeptieren, dass die Wasserqualität, ja, die Umwelt dementsprechend belastet ist und wir müssen selber schauen, dass wir uns selbst unser gutes Wasser herstellen. Ja. Und dann kommen wir dazu, wenn dieser Gedanke dann aufkommt, dann ist es so, ja, was mache ich denn jetzt? Welche Lösung nehme ich denn? Und dann steht man vor diesem riesigen Wasseranlagen-Dschungel, nenne ich es manchmal. Ne? Ja. Da werden Sachen behauptet, die am Ende nicht eingehalten werden. Wir sprechen zum Beispiel von Tischfiltern, die erzählen, dass sie auch 99% der Schadstoffe entfernen können. All solche Behauptungen. Ja. Und jeder, der sich Messmittel zulegt, wird herausfinden, dass es überhaupt nicht stimmt, dass die Filter nach ein paar Wochen sogar schlechter das Wasser rausgeben als das, was man reinschüttet, weil die Teilchen in den Filter hängen bleiben und man immer wieder die gleichen dann wieder. Ja, wenn der einmal voll ist, gibt er das wieder ab aus dem Filter raus. Ja. Somit ist ein einfacher Tischfilter da leider noch nicht die Lösung für reines Wasser eben. Und da dieser Dschungel so riesengroß ist und ich da auch leider sehr viel, ich habe ja aus dem Privaten angefangen. Wurde ja dann später dazu, dass ich gemerkt habe, mit meiner Liebsten, wir haben in dieser Welt zu wenig Informationen über Wasser. Und auch die Lösungen sind so schwierig zu finden. Und in diesem riesen Dschungel findet man sich nur sehr schwer zurecht. Wir haben tausende Euro ausgegeben für verschiedenste Anlagenhersteller und dann feststellen müssen, dass es nicht so ist, dass die Aussagen nicht gehalten werden. Also an der Stelle ist es sehr wichtig, wenn man Anlagen sich zulegt, welche Materialien sind in der Anlage verbaut. Hat die Anlage TÜV? Habe ich eine hohe Garantieleistung? Sind die Komponenten hochwertig? Und dann natürlich auch, wie ist das System aufgebaut? Ja, also man muss da sehr tief reingehen, wenn man sich eine Anlage zulegen möchte. Und viele Hersteller leider, oder sagen wir mal, zwei Anbieter, wie man möchte, geben viele Informationen gar nicht raus. Weil wenn man dann anfragt, kriegt man manchmal keine Antwort zurück, weil sie eben auch da eben wissen, wenn jemand genau anfragt, ja, hat die Anlage den TÜV? Ja. Wie ist es mit dem CE-Zeichen? Das sind nämlich auch spannende Sachen, wenn man mal vom Rohrbruch oder Wasserschaden spricht. Wenn die Anlage kein TÜV hat, kein CE-Zeichen, zahlt keine Versicherung der Welt dir den Wasserschaden. Ja. Also da sind Themen mit dabei, wenn man da Geld spart. Ja. Beim Thema Wasseranlage ja. Kann es am Ende sehr, sehr, sehr teuer werden. Ja.
Und wir haben auf dem Markt heute so viele, die aus Asien produzierte Anlagen, die innen drin verklebt werden mit giftigen Klebstoffen. Wenn man dann 500, 600 Euro zahlt, denkt man hat eine gute Anlage, lass es 1000 Euro sein. Und dann vergiftet man sich das Wasser noch mehr. Durch die schlechten Komponenten, durch die schlechte Herstellung, all diese Punkte. Und das möchte ich jedem, der gerade zuhört, sehr ans Herz legen, da auf diese Sachen eben achtet. Und ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel auch, dass die Natur uns das zeigt, wie es denn richtig wäre, wenn wir zum Beispiel mal die Natur immer mehr beobachten, dann sehen wir, aha, wir haben das Regenwasser zur Verfügung, wo wir keine Quelle haben. Ja? Also würden wir mal das zurückbrechen, dass wir diese Zivilisation nicht hätten und im Wald leben würden, dann müssten wir quasi, oder würden wir zum einen den Morgentau haben, der sich in den Blättern sammelt, reinstes Wasser, ohne jeglichen Problematiken nun. Abgesehen von der Luft heutzutage natürlich. Aber gehen wir mal von dem Grundsatz aus, die Natur wäre rein. Yeah. Und dann haben wir noch das Regenwasser, das sich sammelt in Pfützen, in Blättern auch und so weiter. Und das könnten wir dann zu uns nehmen. Also der weitere Punkt, den ich vorhin schon ansprach, dass wir schauen, ja, die Natur pumpt nicht aus tiefen Erdschichten einfach so mal eben 100 Meter sogar tief, das Wasser hoch. Ja. Also das ist auch sehr unnatürlich. Und diese natürlichen Prozesse mal zu beobachten, sich dessen bewusst zu werden, dann kann man schon einiges verstehen, auch wie das Wasser im Körper funktionieren soll und so weiter. Das sind sehr, sehr, sehr schöne und wertvolle Themen, die einen das Leben echt verändern können. Ja, also Gesundheit haben wir selbst im Glas. Damit würde ich abschließen. Sehr schön. Und freue mich, dass es der ein oder andere hört und ich da helfen kann. Stehe für alle Fragen in dem Bereich Wasseraufbereitung zur Verfügung und auch Wasserinformationen. Mir ist es immer sehr wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen, wie wertvoll es doch ist, darauf zu achten. Ja. Danke dir für deine Zeit, für deine Information, für dein Wissen. Man merkt, du bist ja nicht nur belesen und du weißt es, sondern du bist da, du brennst dafür, das ist deine Leidenschaft. Man hört es raus. Danke dir dafür, für deine Arbeit und ich freue mich drauf. Und wenn ihr nochmal spezielle Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben an info@bauherr-werden.de. Und wenn wir da ein paar Fragen zusammen haben, dann machen wir vielleicht nochmal Teil 2. Wo wir dann nochmal tiefer in die Thematik einsteigen, wenn ihr so da nochmal was Spezielles habt. In diesem Sinne, danke dir, Max. Danke dir. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-werden. Ciao, dein Maxim.